Yo, servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, gestern war Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Fest mit eurer Familie und euren Liebsten. Ja, meine Adventkalenderreihe ist vorbei. Ich konnte gar nicht so wirklich glauben, ja. Es hat sich echt ewig angefühlt. War für mich ein bisschen stressig auch, aber jetzt geht's wieder weiter mit normalen Videos. Ja, und heute, erster Tag nach Weihnachten, habe ich jetzt auch so ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich in Jackson Fidget. Und zwar, ja, werde ich heute wieder einmal, das hatte ich schon mal jetzt vor einem Monat oder so, werde ich wieder zwei Level erreichen. Und zwar einmal, ihr seht ja hier, ein normales Level up. Und dann, ja, durch den Kalender. Und ich würde sagen, wir machen das einfach, ne? Let's go. Kalender Level up. Abholen. Oh, yes. 643. Ja, und dann holen wir uns noch das normale Level Up ab. Wie viele Spiele kommen noch? Muss ich noch machen heute? Aber erstmal gehe ich wieder in die Stadtwache für ein paar Stunden. So. Ja, und beim Gaukler Goblin. Was könnte ich machen? Hydra kann ich angreifen. Aber in der Gilde. Und dann dürfte ich schon den ersten. Die erste Belohnung hier bekommen. Und das dürfte ausreichen, oder? Oh ne, ganz knapp. 198.000 Erfahrung fehlen mir noch. Dann mache ich noch einen Arena-Angriff. Und durch den Arena-Angriff level ich jetzt ab. Oh, wenn ich gewinne. Ja, habe ich. Okay. Stufe 644. Okay. Oh. Verdammt, ich habe jetzt gerade das Level-Up übersprungen, ne? Ah, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Fail. Egal, nicht so schlimm. Ja. Jetzt wird es wieder ewig dauern für das nächste Level up. Aber so ist es halt. Ja, das ist das Game. Ja, außerdem können wir in den legendären Dungeon reingehen. Ich bin gerade auf 100% gekommen. Ja. Würde sagen, wir gehen rein. Noch 3 Tage ist er da. Ja, mal schauen. Ich habe leider nicht so gute Runen bekommen im zweiten Run. Also ich werde halt echt nur in diesem LD nur 2 Runs schaffen. Ja, das war jetzt die letzte Runde. Verringert den an Monstern verursachten Schaden um 20%. Aber hinter Türen konnte sich Monster befinden. Ja, das war die beste Runde von allen. Die anderen beiden waren alle die schlechtesten. Naja, was soll ich machen? Ja, ich werde jetzt hier nur auf Flüchten gehen. Ja, mal schauen, ob ich überhaupt hier irgendwas da reiße. Was soll ich machen, Leute? Es ist Unlucky des Todes. Okay, ich glaube, ich gehe hier sogar auf One Night Wonder, damit ich mehr Türen habe. Also mehr Schlüssel für Türen. Ja. So, ich hoffe, es wird kein Fail werden oder was weiß ich. So, 2 Schlüssel. 3. Ich brauche ganz, ganz viele Schlüssel, damit ich hier noch durchkomme. Also wenn ich Glück habe und jetzt den Run schaffe, dann dürfte ich noch, ja vielleicht, also ich hätte dann noch die Chance auf einen dritten Run, aber ja, mal schauen, also das liegt echt noch in den Sternen. Okay, 7 Schlüssel, das ist jetzt eigentlich schon mal echt richtig gut. Ne, das ist eine böse Truhe. Hier flüchten wir bitte. Ja, geschafft. Okay, leider kein Buff. Flüchten. Oh, auch geschafft. Lucky, lucky, lucky. Oh, was nehme ich da? Ich muss flüchten, weil sonst schaffe ich es nicht durch den Boss. Oh man. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, Mann, ich bin so unlucky, ohne Mist. Also, ja, der LD ist echt kacke für mich, ey. Aber ich kann es halt nicht ändern, ne? Also, was soll ich machen? Ich habe jetzt einen Run geschafft. 540 Millionen Gold nur bekommen bisher. Ist halt so, wie es ist, ne? Man kann eben nicht zaubern, ja. Oh Gott, Glücksrad muss ich noch machen heute. Da muss ich noch schauen, dass ich da noch voll werde. Egal, ja. Jetzt nochmal auf den Adventkalender bezogen. Ja, würde mich auch freuen, wenn ihr mir da
Feedback da lassen könntet. Vielleicht auch, was ich beim nächsten, im nächsten Jahr besser machen könnte. Hat euch das alles gefallen? Ja, seid ihr auch mit der Verlosung zufrieden gewesen? Ja, vielleicht, ich habe mal gedacht, ich habe ja, ja, einmal 100 Euro verteilt und dann nur 10 Euro Pace of Cards. Vielleicht sollte ich das eher aufteilen in 20 Euro und oder 50 Euro nochmal eine und dann ein paar 20 Euro Pace of Cards und dann den Rest noch 10 Euro. Weil so ist es halt echt viel geworden. Aber ja, gibt deswegen auch halt viele Gewinner, ne? So. Ach ja, und wenn ihr bemerkt habt jetzt, wenn ihr bemerkt habt, der LD ist noch 3 Tage und 3 Stunden draußen. Ist richtig, ja. Das heißt eigentlich, ja, nehme ich das Video gerade nicht an Weihnachten, also nicht am Tag nach Weihnachten aus, aber es kommt am Tag nach Weihnachten, ja. Deswegen rede ich gerade so für die Zukunft, ja. Ja, muss auch sein. Ja, weil ich meine, so ein Doppel-Level-Up und so 100% LD-Run, ja, da muss man ja ein Video machen. Und heute, also wo ich das Video aufnehme, ist halt am 23. Ja, und da kommt halt noch ein anderes Video, ja. Das habt ihr ja jetzt schon gesehen, ist halt das Interview mit Strider. Ja, das muss ich jetzt noch schnell machen. Ich frage mich, wie lange das dauern wird. Ich kann ja schon mal schätzen. Jetzt, wo das Video jetzt rauskommt, wisst ihr es schon. Aber ich schätze mal, es wird ja 2 Stunden gehen. Weil es sind da 20 Fragen an den Strider gewesen. Ja, hat mich aber echt gefreut, dass der Strider sich dazu bereit erklärt hat. Ja, ziemlich cool. Ziemlich cool auch von, ja, dem besten Spieler, ja. Der hat noch anderes zu tun, außer halt irgendwelche Fragen beantworten von irgendeinem irrelevanten Jackson Fitcher-Typen, der Videos macht auf YouTube, ja. Würde ich mal sagen. So. Oh, 20 Millionen Gold. Perfekt. Immerhin etwas. Ich habe schon lange kein 5-fach Gold mehr bekommen, muss ich echt mal sagen. Die Kristalle bekomme ich ziemlich oft. Mehrfach. Aber Gold irgendwie gar nicht. Hier 2-mal. Nee, auch wieder nicht. Ja, ich weiß nicht. 20 Mal Würfelspieler und bislang nur 24 Millionen Gold bekommen. Das ist nicht so... die Hausnummer. 28 Millionen. Ja, hier würde wahrscheinlich der Scythe... ja, nee, Scythe nicht, aber der Viper würde hier auf die Sandbund gehen, denke ich mal. Also 32 Millionen. 36, ja, jetzt bekomme ich ein bisschen was. Okay, hier nehmen wir die Sandbund. Ja, weil Sandbund brauche ich eh... wieder eine Menge. Ich bin jetzt fast unter 2000, weil ich in den letzten Tagen nur mit Sanduhren meine Quests gemacht habe. Weil ich aber keine Zeit hatte. Ist alles ziemlich stressig gewesen, vor allem mit dem Adventkalender. Ja. Das sage ich euch, ey. Ich bin einerseits froh, dass das jetzt vorbei ist, weil ich musste halt immer am selben Tag das Video aufnehmen. Und dann hochladen. Aber andererseits auch ein bisschen schade, weil es hat mir echt Spaß gemacht. Aber es werden weiterhin auch noch Interviews kommen, da könnt ihr auch schon gespannt sein, Leute. Ja, da habe ich auch schon einen weiteren, ja, Charakter mir rausgesucht. Und ja, es wird noch viele weitere kommen. Auch, ja, Char-Bewertungen wollte ich ja machen. Ja. Aber die Zeit, Leute, die Zeit, ja, man kann nur ein Video pro Tag machen. Und ja, es gab halt einfach viel anderes Zeug, ja. Jetzt mit der Adventkalenderreihe ist halt so. Muss halt zusehen, was man so alles raushaut für euch, ja. Ist nicht immer ganz so einfach. Aber besser, also besser, man hat zu viele Videos geplant, als zu wenige. Oh, ich sehe gerade Amy. Was ist da los? Sehe ich jetzt erst. Okay, Amy hat sich nicht mehr eingeloggt. Seit 6 Tagen. Okay, da hoffe ich nicht, dass es wegen der Fusion ist. Schade, ja. Wenn sie nicht mehr spielt. Ja, sie hat halt gemeint, das mit der Fusion und mit dem, was da geplant ist, ja, könnt ihr auch gespannt drauf sein, wird es nicht mehr viel Sinn machen, für sie zu spielen. Ach, echt schade, er war ehemaliger Platz 1 Spieler hier auf dem Server. Und ja, jetzt nur noch Platz 4. Und ja, hat eh nur noch mit Zeitmaschine gezockt, ohne Reittier und alles. Also es war absehbar, ja, dass sie bald aufhört. Aber ja, ziemlich, ziemlich schade. Ja, die war vorher bei den Kartoffeltieren, ist dann zu uns gekommen. Davor war noch Platz 1 der hier Skio, die immer noch sehr hoch in der Ehrenhalle ist, dafür, dass die
keine Ahnung, 5 Jahre nicht mehr spielt oder so gefühlt. Okay, 5 Jahre nicht, ich glaube 3 Jahre. Ist hier immer noch Platz 73. Daran kann man echt gut erkennen, wie inaktiv der Server hier ist. Ja, damals hier die Stats. 55.000 Basisintelligenz und 18.000 Basisausdauer. Das war damals noch, also sie war damit weit, weit vorne. Hinter allen anderen Spielern, aber das ist mittlerweile ja auch ziemlich wenig, ja. Ich merke gerade, wie viel mehr Intelligenz sie geskillt hat als Ausdauer, auch krass. Ja, das mit Skiyu war echt auch traurig, das war unsere vorherige Gildenleiterin. Und war einfach dann, ohne sich zu verabschieden, ja, ist sie dann leider gegangen, ja, war nicht mehr online. Ja, so ist das, ja. Also wenn ich das Spiel verlasse, dann würde ich halt wenigstens noch eine Abschiedsmail oder so schreiben. Ja, aber ist halt nur ein Spiel, ne, und jeder macht das, was er möchte. So. Ja, gibt's noch was zu machen? Ne, eigentlich nicht, ne. Ja, das war's vom Gameplay her, wie gesagt. Ja, was ist mit meiner Maus jetzt los? So. LD. Ein dritter Run wird schwer werden. Ja, ich bin jetzt... Ich muss jetzt einen halben Tag warten, um 50% Leben zu bekommen, aber ich brauche mindestens... Ja, ich werde jetzt bei 80% reingehen, damit ich... Also 70-80%, damit ich halt noch... Ich bin erst bei Etage 97, ist das Problem. Damit ich halt noch den 2 Monster-Hits aushalten kann. Ja, und dann halt noch der letzte Boss macht, glaube ich, 57% Schaden. Irgendwie 56, irgendwas. Maximal halt. Und den muss ich auf jeden Fall aushalten, weil wenn ich da verkacke, dann raste ich echt aus. Also 2 Runs schaffe ich auf jeden Fall. Im dritten muss ich schauen. Also der dritte, ich brauche mal jetzt echt Luck. Ja, ich hatte beim ersten Run... Am Anfang extremes Pech, am Ende halt sehr krasses Luck. Ja, deswegen kann man beim ersten Run auch nicht von ja, einem Lucky Run sprechen. Ich habe dafür genauso lange gebraucht wie jetzt wie für den zweiten Run eigentlich insgesamt. Ja, und durch dieses extreme Pech, aber auch dieses extreme Glück hat sich das wieder ausgeglichen zu einem normalen Run, sage ich mal. Also ja, und der zweite Run hier ist auch eher ein normaler Run. Und ja, von dem her, ich hatte diesmal kein Glück, ja, nicht so wie der Levi, ja, der jetzt schon bei seinem vierten Run ist oder was weiß ich. Ja, nee, doch, sein vierter ist es, glaube ich, schon, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, der hat schon so viele Runs gemacht, ey. Einfach nur unfair. Was da los? Ja. So, dann bauen wir noch ein paar Soldaten aus, ja, und dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein und damit, ja, ciao, Kakao oder was weiß ich.